Gut, was haben wir da? Vielleicht sollte ich mir hier einen Schutzanzug anziehen. Verdammt, hätte meinen Parker einpacken Ich wollte sollen. gerade sagen, das ist sicher kalt. Sherry hätte noch die Jacke, so ist ja nicht. So. So. Ich weiß jetzt nicht, wie kalt es da drin ist. Aber nachdem hier. Aber es sieht sehr kalt aus. Nachdem hier Frost ist, müsste dieser eigentlich schon eingefroren sein und dürfte nicht aufstehen. Aber ich wette, der steht auf. Bin gleich wieder draußen. Ah. Normales Schießpulver. Ja, komm. Komm, wir nehmen das gleich. So. Ah, und da kann ich das hier jetzt einsetzen. Error ist nie gut. Bekomme ich das jetzt sicher zurück? Oder muss ich da irgendwas noch machen? Wir sehen uns mal weiter um. Der Raum ist eh noch rot. Hi. Okay. Irgendetwas brauchen wir da wohl noch. Aber das Ding haben wir jetzt da eingesetzt, sonst bekommen wir es doch nicht mehr. Okay. Gut, wir haben ja noch den Code für diesen Schrank. Dann gehen wir mal das zurück. Das mit der Granate, das steht noch, ich sag's nur. Gut. Das heißt, wir müssen aber jetzt wieder zurück zu den Pflanzenzombies. Die haben sicher einen eigenen Namen, den ich noch nicht weiß. Ich nenne sie Pflanze 43 Zombies. So. Da war alles blau. Das heißt, wir können höchstens noch eine Akte finden. Ah, da ist keiner mehr. Gut. Dann klettern wir darauf. Hätte zwar gemeint, dass du kurz Stopp machst, aber gut, dann halt nicht. Da war eine Sackgasse. So. Dann gehen wir noch mal kurz da lang. Gut. Oh, okay. Ich scheiße auf die Pflanze zurzeit noch. Ich gehe da durch. Ich hoffe, die kommen da nicht durch. Das wäre bitter. Wo war denn der Schrank eigentlich? Steuerung. Lösungsspring an. Achso, okay. Aber wo war denn noch mal? Da war noch ein Schießpulver. War hier der Schrank? Konferenz zum. Jungs. Ich sehe kein Rufzeichen, aber ich glaube, in diesem Raum war der Schrank. Das heißt, ich muss sowieso nochmal zurück. Will aber nicht. Aber warte mal. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Damit wir den Schrank öffnen, müssen wir den Code eingeben. Passt schon. Ich hatte gerade einen Denkfehler. So, kurz das Foto aufmachen. Das haben wir da jetzt. So. Das heißt, wir haben das hier. Wir haben das hier. Wir haben das hier. Und wir haben. Ah, shit. Das Seitensymbol war das, nicht das. Okay. So. So. Und so. Jetzt haben wir es mal. Okay. Genau. Und jetzt ist alles offen und wir können da jetzt zurück. Okay. Das heißt, wir holen uns von da jetzt dieses UMP-Dingens da wahrscheinlich. Oder irgendetwas, was wir dann in diese Gefrierkammer einfüllen können. Dann nehmen wir das Fertige und legen es da rein und sprenkeln dann den gesamten Raum. Das hört sich nach einem Plan an, der mir sehr gut gefällt. So. Ich könnte aber was probieren. Weil es wurscht ist. Das erste Mal kombinieren wir das mal so.
Komm, fall mich an. Vielleicht. Oh, falsch. Vielleicht, ja. Bleibt er tot, aber ich glaube fast nicht. So, genau, jetzt ist das hier offen. Ah, wir haben es eh wieder. Okay, gut. Benutzen. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Okay. Okay, Moment. Okay. Muss. Ich muss hier noch herausfinden, wie das genau funktioniert oder was wir da tun können oder müssen. Vielleicht müssen wir, warte mal, probieren wir das mal aus. Vielleicht müssen wir, hier passt am meisten hin, ich habe keine Mauszeiger, scheiße. Hier passt das meiste rein, weil ihr seht ja, oder bei dem ganz rechts, bei dem Gefäß, da passt am wenigsten hinein. Da sieht man an dieser Abdeckung da über der Flüssigkeit. In der Mitte, da passt nicht so viel, also weniger hinein als beim ersten, aber mehr als beim letzten. Und hier beim ersten passt das meiste hinein. Und vielleicht müssen wir einfach nur das hier anfüllen, wo am meisten hineinpasst. Das war es wohl nicht. Okay. Ah, oder muss... Warte mal. Wenn wir das jetzt nochmal machen... Ist jetzt... Okay. Ich hab's noch nicht so heraus, beziehungsweise vielleicht können wir ja... Wenn wir das noch raus, dass wir das jetzt hier noch hineinfüllen. Ich habe eine Idee. Warte mal. Jetzt will ich das bisschen, was da jetzt drin ist, will ich jetzt da mal hineinfüllen. So. Jetzt gehen wir das mal ganz nach rechts. Jetzt füllen wir das hier um. So, und jetzt tauschen wir die zwei nochmal. Und die zwei nochmal. Und jetzt sollten wir genau zur Linie kommen. Ja. Hab's verstanden. So. Ja, damit. Verteilerkartusche, Lösung. So. Aber das können wir wahrscheinlich untersuchen. Eine Kartusche mit der diverse Lösungen. Im Gewächshaus verteilt werden können. Also mit der diverse Lösungen, jetzt habe ich es. Im Gewächshaus verteilt werden können. Enthält Lösung. Können wir das jetzt schon verwenden? Ich denke eher, dass wir das noch... Da haben wir noch irgendwo ein Schießpulver. Ich hoffe, der bleibt noch liegen. Weil ich denke, wir müssen ja noch mal in die Gefrierkammer. So. Hier finden wir übrigens noch etwas, aber das ist wahrscheinlich das ID-Armband. Verspeichert. Das habe ich gerade gesehen, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Dann gehen wir da wieder mal zurück. So. Können wir das hier jetzt schon einsetzen? Das würde mal gehen. Okay, aber er schreibt. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Yep, ich hab's befürchtet. Okay, das heißt, wir müssen das Ganze noch kühlen. So. Da gehen wir am besten wieder da zurück.
Okay. Wir leben ja wieder, ne? Okay, wir haben ja noch eine Karte. Der fällt mich hoffentlich jetzt nicht an. Ich habe nämlich keine Verteidigung mehr. Aber der ist explodiert. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass sobald wir das gekühlt haben, dass es dann nach Zeit geht. So, jetzt nehme ich... So schnell sind drei Granaten weg. Habe ich da noch... okay, dann nehme ich die zwei noch mit. Brauchen wir das noch? Ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr, ne? Ich verstaue das mal. Ah, die Trophäe. Die können wir weghauen. Aber dann brauchen wir das vielleicht doch noch, aber jetzt im Augenblick nicht. Vielleicht im Westflügel noch. So, das werfen wir weg. Yep. So, dann packen wir das mal hinein, das mal hinein. Gut, einmal sortieren. Kurz checken. Passt. Ich überlege gerade, ob ich das Schockgewehr mitnehme. Ich nehme es mit. Inventarplatz haben wir ja. So. Aber ich muss natürlich sortieren. Das lässt sich nicht verhindern. So, speichern wir mal ab. Schadet nie. Wäre interessant gewesen, wie es mit den Farbbändern ausgesehen hätte. Ob es da genug, ob es da auch so viele gegeben hätte wie in Resident Evil 1. So, wir müssen in die Gefrierkammer. Zeit. Einmal dadurch. Dann dadurch. Oh! Wieso lebst du? Aber für dich habe ich jetzt eine Überraschung. So. Wie sieht es da aus? Ich hoffe, da sind nicht zu viele neue Gegner. Okay, das gefällt mir schon mal. Gut. Sie liegt immer noch da, aber ich will jetzt die Granate doch nicht mehr verschwenden, ehrlich gesagt. Habe ich die überhaupt ausgerüstet? Ich habe sie ausgerüstet, passt. So, einmal dadurch. Und jetzt hier benutzen. Und einmal kühlen, jawohl. Okay, Verteilerkartusche, Unkrautvernichter, perfekt. Eine Kartusche mit diverse Lösungen im Gewächshaus verteilt und werden können, enthält Unkrautvernichtungsmittel, okay. Kühlvorgang abgeschlossen. Nice. Und der Raum ist blau, okay. Haben wir jetzt begrenzte Zeit oder nicht? Ich laufe mal vorsichtshalber. Weil das wird ja nicht Ewigkeiten kühl bleiben, ne? Steht da irgendetwas? Nee. Okay. Okay, sie bleibt da wirklich liegen. Ich hätte fix damit gerechnet, dass die aufsteht. So, dann schnell zurück. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es um Zeit geht, aber tu mal so ob. Lebt er wieder? Oder... Nee. Gefällt mir. So. Wie geht's? Einmal geradeaus, rechts, links und so in etwa, genau. Einmal so, einmal so. So. In den Konferenzraum. Dann da rein. Und
Einer lebt noch und der andere steht wieder auf. Ah, shit. Okay. Okay. Und gleich da rein. Gleich da rein. Wenigstens so. Gut. Lösung wird zerstört. Nice. So viel zum Thema Unkrautbefall.